Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir uns heute mit unserem Endpunkt hier beschäftigen, der aktuell nichts macht, außer einen Namespace definieren. Das heißt, wir können jetzt über diesen Namespace Routen annehmen, was wir ja schon letztes Mal recht ausführlich geklärt hatten. Das Problem ist jetzt, wir haben natürlich noch keinen angenommen und das wollen wir heute ändern. Wir wollen es allerdings nicht so machen, wie wir es bislang immer gemacht haben, dass wir die Routen über einzelne Funktionen annehmen, sondern wir wollen sie über Klassen annehmen. Und ja, das ist jetzt tatsächlich mal was Neues für euch. Warum machen wir das über Klassen? Weil Klassen einfach auch ein bisschen mächtiger sind als Einzelfunktionen. Klar, kann ich aus Funktionen wiederum Klassen aufrufen und so weiter. Das kann man natürlich machen, aber über die Klassen selber ist das Ganze natürlich auch vielleicht ein bisschen übersichtlicher für euch und weniger mit Ifs, sondern mehr mit Funktionen und ja, vielleicht für den einen oder anderen angenehmer. Gut, was wir als allererstes machen ist, wir schreiben uns eine Klasse und dafür nehmen wir jetzt erstmal einfach, wir schreiben uns hier, was haben wir denn hier, Produkte, wir nennen unsere Klasse jetzt einfach mal Offer, weil wir alles anbieten. Also das ist quasi die Gesamtanzahl von allem, was wir anbieten wollen. So, und jetzt ist das Ganze folgendermaßen. Was wir hier definieren, sind Ressourcen. Ressourcen können über die API angefragt werden. Sprich, wir können hier Sachen zurückgeben und Sachen empfangen. Und deswegen muss das Ganze auch von einer speziellen Klasse erben, die nennt sich Resource. Wer hätte es gedacht? Und die müssen wir natürlich importieren, sonst meckert hier alles rum. Das heißt, wir wollen importieren. Und jetzt benutzen wir wieder mal Flask REST Plus. Und zwar wollen wir davon Import Resource haben. So, und jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir wollen sozusagen. Jetzt können wir hiermit weitermachen. Okay, jetzt müssen wir unseren Namespace noch dazu bringen, dass er hier auch wirklich drauf verweist. Das heißt, was haben wir hier? Wir wollen unseren Add-Namespace, das hatten wir, glaube ich, schon mal ganz kurz uns angeguckt. Punkt-Root, das ist eigentlich auch genau dasselbe, daran hat sich nichts geändert. Wir wollen hier Root verwenden. Achtung, Root bedeutet in dem Fall trotzdem, wir gehen über API oder besser gesagt /API auf Shop-Products. Und dann auf den Root, sprich auf API Shop Products, finden wir dann eben diese Ressource hier. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mehrere Funktionen zu definieren. Und zwar für jede HTTP-Version oder jede HTTP-Operation eine. Das heißt, wir können hier dev-get schreiben. Nein, ohne Bodenstrich, einfach nur dev-get. Und wir können, ich mache das hier mal unten drunter, dev-get. Post schreiben, zum Beispiel. Das werden wir jetzt hier erstmal so machen. Und ja, jetzt kann man hier reinschreiben, was genau wir haben wollen. Allerdings wollen wir das Ganze noch ein bisschen aufputschen sozusagen, denn wir müssen uns ja noch hier Gedanken drum machen, warum wir auch jetzt hier ein Get haben und was genau das eigentlich für uns bedeutet. Darum kümmern wir uns allerdings nächstes Mal, denn da gibt es auch eine besondere Sache, die man hier jetzt schreiben könnte dafür und die wollen wir jetzt noch nicht machen. Was wir jetzt allerdings hier machen ist, wir wollen Get und Post machen. Das ist im Endeffekt genau gleich, wie wenn ihr es bei einer Funktion hättet, wobei wir brauchen eigentlich in dem Fall nicht mal einen Kommentar. Ich würde einfach mal sagen, wir wollen, achso ja, dazu bräuchten wir vielleicht das aus dem nächsten Video, ne? Verdammt, okay. Ihr müsst dabei Folgendes immer bedenken, Get ist das, was man immer bekommt. Und Post ist das, also Get ist das, was man standardmäßig bekommt. Post ist das, was man bekommt, wenn man auch wirklich eine Anfrage stellt. Das heißt, bei Post in unserem Fall wollen wir jetzt sozusagen ein neues Item in unserem Shop anbieten. Nur so als kleines Beispiel. Das heißt, wir können jetzt hier einfach auf irgendwelche anderen Funktionen und so weiter drauf zugreifen und können am Ende einfach mal None zurückgeben und als Statuscode 200 für OK. Das ist schon mal okay. Und, achso, ja, jetzt brauchen wir hier einen Indent wegen Get natürlich. Und ja, was wir hier machen, das wird jetzt natürlich noch Fehler werfen, denn wir returnen jetzt hier erstmal einfach nur, wir wollen hier sozusagen nur einen kurzen Stub schreiben, damit wir hier einfach was haben. Und wir müssen immer irgendwas Sinnvolles zurückgeben, das heißt, was ich jetzt hier schreibe, ist einfach mal, nehmen wir einfach mal so einen Stub an, Products, so. Das ist jetzt natürlich hier noch nicht definiert, machen wir alles dann beim nächsten Mal. Hier unten sagen wir jetzt allerdings noch Folgendes. Und zwar kann man hier natürlich, oder muss man mehr oder weniger sogar, auch sagen, was man hier haben möchte. Nämlich
@API. Das ist dieselbe API wie hier beim Namespace. Die haben wir importiert, falls ihr euch erinnert. Punkt expect. Und jetzt kann man über expect definieren, was genau da eigentlich sein soll, damit es nicht irgendwie ständig Fehler gibt oder sowas. Halt, stopp, ohne das hier. Und ja, was man jetzt hier tatsächlich erwarten kann, das kann man sich selbst definieren. Und das ist auch noch was, was wir tun werden. Ich sage jetzt hier einfach mal, ein Product wird erwartet, denn wir wollen dieses Produkt ja bei uns sozusagen einführen. Das heißt, wir wollen ab sofort, wenn man hier was hinpostet, dieses Produkt auch in unserem Store haben und natürlich anbieten. Und hier drüber machen wir, das ist das, wo man dann die Produkte bekommen kann. Das heißt, wir sagen hier @API.expect wieder mal. Achtung, was erwarten wir denn eigentlich hier? Und normalerweise wird das Ganze unter Pagination zusammengefasst. Das ist so viel wie Unterteilung in Seiten. Das heißt, ihr gebt hier und mit, also es ist auch eine eigene Klasse oder besser gesagt ein eigener Parameter, den man hier so definieren kann, wie man das eben möchte. Mehr möchte ich jetzt darüber noch gar nicht sagen. Machen wir alles noch. Aber ja, wir wollen hier jetzt tatsächlich auch angeben können, wie viele Artikel auf jeder Seite sind und so weiter zum Beispiel. Und da sind dann einige Parser von Flask REST Plus für euch sehr hilfreich, die ihr auch verwenden könnt. Und dann wieder mal eine kleine Swagger-Variante, dazu komme ich auch noch genauer. Ist auch alles was Eigenes, was man sich selbst definieren muss, über, ja, werden wir alles noch uns angucken. Sorry, dass ich so viel vorhole sozusagen, aber so wisst ihr wenigstens, was euch erwartet. Und zwar Marshall With. Und ja, jetzt können wir hier auch was angeben. Also sozusagen, wie das Ganze aufgebaut ist, sagen wir hier einfach mal Page with, ups, with Products. So, okay. So, ihr seht, jetzt ist hier sehr, sehr viel rot und sehr, sehr viel unterkringelt und alles nicht ganz so toll, wie man es erwarten würde. Das liegt einfach nur daran, dass wir hier noch einige Sachen nicht definiert haben und deswegen natürlich hier beim Get zum Beispiel auch einfach noch nichts machen konnten. Und beim Post haben wir zwar was zurückgegeben, aber natürlich das neue Produkt noch nicht eingetragen bei uns in unserem Shop. Und deswegen wollen wir das natürlich alles noch machen. Das heißt, ja, wir haben noch einiges vor uns. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und euch gefällt das Mini-Projekt sozusagen. Bitte achtet darauf, dass es natürlich kein vollwertiges Projekt ist. Das braucht noch sehr viel Pflege, bis es dann noch wirklich vollwertig ist. Ich will nur anhand von diesem Projekt euch zeigen, wie man mit einer API normalerweise vorwärts kommt und wie man sich da so, naja, was für wichtige Aspekte man da alle beachten sollte. Und ich habe natürlich auch jedes Mal was Neues für euch, wie zum Beispiel dieses Mal, wie man hier Routen mit einer Klasse machen kann. Okay, cool. Dann war's das von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.